Hallo und willkommen zu meiner nächsten Folge von Let's Play Let's Go Pikachu. Und wir haben hier am letzten Mal aufgehört und ich hoffe natürlich auch heute gefällt es euch wieder. Wir werden zum ersten Mal mit Bill sprechen in dieser Folge und lasst mir doch gerne, wenn es euch gefällt, ein Like da, kommentieren und abonnieren, wenn ihr neu dabei seid. Und jetzt wird es hier spannend, wir machen direkt mit den Kämpfen weiter. Die Trainer aus der Gegend kommen regelmäßig zum Üben hierher. Genau. Und ich hoffe natürlich, das funktioniert auch so alles, wie ich mir das vorstelle. Ein Vogelfänger oder ein Vogelprofi. Ludger. Ja, das ist kein Problem für mein Pikachu. Ich habe nicht geheilt. Es ist ein Tauboga. Ich habe nichts am Team verändert, denn ja, warum sollte ich auch? Wir werden später mal gucken, dass wir das dann schön hinkriegen. Und ja, den letzten Part haben wir ja mit einem Kampf und einer Entwicklung abgeschlossen. Und das Tauboga nervt ein bisschen, ne? Es will sich nicht direkt im ersten Schlag besiegen lassen. Es ist auch Level 15. Die Trainer werden langsam ein bisschen stärker. Aber das ist auch das Problem, weil ich nicht so viele wilde Pokémon gefangen habe in den letzten Folgen. Ist nicht viel Spannendes passiert. Aber wir hoffen jetzt, dass wir bald mal, ja, Glutexo bekommen. 3 Pokébälle, sehr interessant. Ich hoffe, wir kommen hier gut voran. Ich glaube doch, dass wir dann die Arena im nächsten Part machen, je nachdem, wie zeitintensiv das hier ist. Laufen die auf einen zu? Ja, okay. Ich habe mit meinem Papa eine Party auf der MS Anne im Hafen von Orania City besucht. Toll, oder? Sehr toll, Junge. Sehr toll. So, und schauen wir mal. Kann sein, dass ich gleich mal kurz cutten muss, wenn das Akku von meinem Laptop, mit dem ich aufnehme, leer geht. Ein Rettern. Kann sein, dass das dann sich meldet, dass ich dann kurz Kabel reinstecken muss. Hätte ich mal vor der Aufnahme gemacht. Mir ist mir gerade aufgefallen, dass es jetzt hier gerade dazu kommt, dass ich Strom geben muss. Okay. Weil ich glaube, er hält nicht die ganze Aufnahmedauer. Ich muss nur darauf achten. Ich weiß, das interessiert euch nicht und das ist dumm, dass ich das nicht vorher an Strom gesteckt habe. Aber was will man machen? Wir kämpfen mal weiter, weil Ratzfatz sollte ja eigentlich kein Problem sein mit unserem erfahrenen Doppelkick. Genau. So, leider Ruckzuckhieb. Pikachu nimmt leider Schaden. Ich habe jetzt keinen Bock zurückzulaufen ins Pokémon Center. Ich denke mal, ja, wir setzen einfach mal den Supertrank an, sonst werden die ja nie benutzt für Pikachu. Ich dachte eigentlich, dass das hier, ja, mal ohne Tränke vonstatten geht, aber wir können kurz den Trank einsetzen. So, Beutel, Trank. Gib dem Jungen, dem Pikachu, einen Trank. Medizintasche. Ah, okay. Wir hatten noch einen Supertrank gefunden. Oh, Beleber könnten wir theoretisch verkaufen. Einsetzen. So, wieder frisch wie sonst was. Gegengift können wir auch mal einsetzen auf Taubsi. Oder auf Tauboga. Es ist ja mittlerweile ein Tauboga, weil wir die sonst nicht benutzen. In der Liga in der Siegestraße braucht man das nicht, weil da macht man das mit Top-Genesung. Ein Wanderer, Kollege. Schauen wir mal, wie geil du drauf bist, ob du uns Probleme machst gegen mein Pikachu. So, Kleinstein. Okay, zum Glück haben die keine Robustheit, aber das könnte ich ja trotzdem umgehen hier. Das hat mich immer genervt in den neueren Spielen, wenn die Kleinsteins Robustheit hatten. Aber wir können das ja umgehen. Wir haben ja eh Doppelkick. Wir würden ja eh nicht einen Schlag brauchen. Dann könnten wir mit dem zweiten Schlag das besiegen. Geduld. Interessante Taktik. Interessant, aber Volltreffer. Das Kleinstein sollte gleich besiegt sein, bevor es seine Geduld auspackt. Es pumpt sich auf. Ja, zum Glück bist du vorher besiegt. Sehr gut, besiegt. Sehr gut. Und ja, genau. Level 20 für Pikachu. Es hat gerade so lange geladen und ich war am überlegen, welches Level das Pikachu war. Es war Level 19, also kommt es auf Level 20. Genau. Ich hoffe natürlich, dass euch heute die Folge gefällt. Und wie gesagt, gerne mal kommentieren und so weiter. Ein Like da lassen. Und wenn ihr neu dabei seid, natürlich auch gerne abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Auch natürlich gerne die Glocke aktivieren. Und jetzt kommt Macholo gegen Tauboga. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und wir sehen es ja noch, das epische Carpador braucht noch eine Menge. Sehr wahrscheinlich werden wir, ja, es ist schwierig, ne? Wenn die alle auf dem Schiff Kampf Wasser-Pokémon haben, ob der Pikachu oder Tauboga hilft. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, und Lumanda, Level 16. Jetzt gibt es die epische Entwicklung, also Teil 1. Die nächste epische Entwicklung würde ja noch kommen, wenn wir dann das gute
Glurak sehen, aber Glutexo ist schon cool, aber Glurak ist noch eine Nummer schöner und ein Shiny Glumanda wäre natürlich cool. Und ja, ich bin echt gespannt, ob das wirklich hinhaut, dass so viele Diktas in der Höhle sind, wenn wir durch die Höhle gehen, dass wir da ein Shiny bekommen. Mal gucken. Ich bin echt gespannt. Und ja. Das ist der nächste neue Pokédex-Eintrag. Aber schon heftig. Als wenn wir so viele Pokémon schon gesehen haben. 65. Das glaube ich nie im Leben, dass das 65 waren. Ey, weißt du was? Mein Freund ist richtig cool. Mann, ey. Ja. So, gucken wir mal. Goldini. Okay, interessant. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche Pokémon die genau im Detail haben. Aber ich kann so viel anteasern. Im neuen Jahr werden wir noch ein cooles Projekt zu Pokémon Gelb machen. Also wenn ihr Bock darauf habt, das wird auf jeden Fall was ganz komplett Neues. Sogar, das gab es, glaube ich, noch nie auf YouTube. Deswegen einfach mal in die Kommentare Hashtag Pokémon Gelb. Und dann weiß ich, dass ihr euch darauf freut. Und dann weiß ich auch, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Und bald gibt es die nächste Entwicklung, wenn sich das Mirapla zu Duflo entwickelt. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich Giflor oder Bisaflor benutzen soll. Hallo, ich will, dass du da... Kannst du mal bitte... Nein, der geht nicht nach vorne. Ich komme nicht ans Item oder komme ich da rum? Ich brauche... Weil früher konnte man die so weit rauslocken, dass der Typ rausgegangen ist und man sich das Item snacken konnte. Und jetzt, ja, wenn, dann müsst ihr mir Bescheid sagen, dass ich zurücklaufen muss für das Item. Los, Pikachu, gegen Shiggy. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wir machen aber trotzdem deine starke Turbo-Britzel-Attacke oder Britzel-Turbo, wie auch immer. Die neue Pikachu-Attacke, die auf jeden Fall sehr episch aussieht und Shiggy besiegt. Weiter so. Und es guckt immer zu uns. Und es war noch ein Volltreffer. Das Pikachu. Es guckt immer zu uns. Es will Aufmerksamkeit. Es möchte gelobt werden. Aber Pikachu, du machst das ja auch relativ in Ordnung und gut. Aber schau mal. Nein. Du Penner, du doofer Wichser, Mann. die sieht mich und der sieht mich nicht. Meine Freundin hat eine Menge süße Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch auf sie. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Diese Folge wird sehr wahrscheinlich ein bisschen kürzer als die anderen, weil ich möchte dann für den nächsten Part Misty gerne machen. Mirapla. Soll ich mal Glutexo einwechseln, um zu schauen, wie das mit der Power aussieht? Ja, komm. So viel Zeit haben wir. Und Bill gibt uns das Ticket, weil wir ihn gleich befreien. Und nicht wie unser Rivale schreiend und weinend weglaufen, weil wir ein sprechendes Pokémon gesehen haben. Wir sind mutig. Glutexo. Säure. Och Mann, Mirapla, du gehst mir auf den Keks, weißt du das? Kannst du, kannst nur Flammenglut. Aber irgendwann lernst du Flammenwurf und Flügelschlag. Und das ist sehr episch und Mirapla wurde besiegt. Sehr gut. Wir sind ja gleich schon bei Bill. Ich dachte eigentlich, es würde länger gehen. Hätte es auch in der letzten Folge gepasst, aber egal. Taubsi. Pokémon wechseln. Wir wechseln auf Pikachu. Ja, mit Gyarados dauert noch ein Stück. Genau, das hatte ich in der letzten Folge vergessen, welches ich im Team haben wollte. Gyarados, Glurak und dann noch halt, ja, ein Pflanzen-Pokémon. Aber da weiß ich halt noch nicht, welches. Weil ich nehme diese Folge jetzt nach der von dem 23. auf. Die kommt am 25. Das habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich hintereinander aufnehme, damit die Folgen auch alle pünktlich kommen. Ich weiß noch nicht genau, an welche Uhrzeit. Ich denke mal nachmittags irgendwann. Dann haben die meisten, denke ich mal, gegessen und Zeit, das anzugucken. Ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere vorbeischaut und ein Like da lässt. Wäre natürlich cool. Und dann, hallo, ich will den Ball haben. Bist du doof? Jetzt aber, ne? So, Äther gefunden. Ne, das bringt mir nichts. Hilft mir nicht. So. Wir sind schon bei... Nein, es kommt noch ein Angler. Okay. Bist du auf dem Weg zu Bills Haus oder... Aber jetzt liefern wir uns erstmal einen Kampf. Pikachu, mach das mal. Regel das mal hier. Und Moment. Ich muss kurz Strom geben. So, der Angler ist dran. Ich hoffe, ich habe gut gecuttet. Und schauen wir mal, was er einsetzt. Carpados, okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Level 14er Carpados, die sind jetzt wirklich nicht die Gefahr für mich. Und Donnershock Pikachu, zack, zack, weg. Er hat zwei Carpados, okay. Sehr interessant. Denke ich mal, dass er zwei Carpados hat. Das ist ja ein Angler, die haben meistens Carpados. Aber ich hasse diese Angler-Trainer, die... Nein, er hat kein zweites Carpador. Die sechs Carpados haben, die sind nämlich so nervig und unnötig.
aber die gibt es halt auch in den Spielen. Aber er hat einen Krabi, interessant. Krabi habe ich auch noch nicht gesehen. Wir schauen mal, dass wir die ganzen Pokémon noch bekommen. Und ich habe es ja schon öfters gesagt, dass ich die ganzen entwickelten Pokémon, die man braucht, auch die Alola-Formen, werde ich sehr wahrscheinlich einige von entwickeln, die man durch Tauschen bekommt. Zum Beispiel Alola Kleinschein zu Geowatt, zum Beispiel halt zweimal ein paar Bonbons einsetzen, um genau zu sein, 250 Bonbons, um beide zu bekommen auf die Spieler, aber das lohnt sich, denke ich mal, und gibt auch Erfahrung und so. Ah, das ist noch so eine interessante, die können wir auch noch in diesen Part einschieben. Ich will nur kurz nach Items gucken und dann gehen wir zu Bill, wir machen aber erstmal diese Dame hier. Du findest Lockparfüm, oh, okay, das können wir dann in der Dicta-Höhle vielleicht einsetzen, wenn ich dran denke, dass ich das habe. Ansonsten schreibt mir das vorher in die Kommentare. Dicta-Höhle setzt da Parfüm ein. So, diese Gegend wird gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainercoach wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du gegen mich antreten? Klar. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Leider geben die keine Pokebälle. Aber die geben irgendwelche coolen anderen Items, glaube ich zumindest. Die anderen Trainer-Coaches waren ja so. Nicola. Oh, Macholo. Ah, interessant. Wir bleiben aber bei Pikachu. Pikachu. Weil ich habe jetzt keine Lust auf Tauboga zu wechseln. Mach. Turbo-Britzel. Britzel-Turbo. Mann, ich sag's immer falsch. Turbo-Britzel, aber es ist Britzel-Turbo. So. Weil es ist schon ein hartes Macholo und Volltreffer. Geowurf macht 16 Schaden. Das ist so eine geile Attacke hier. Und ich frag mich immer, weil in den Anime fliegt der Glurak bei Geowurf mit seinem Pokémon, was er bei Geowurf einsetzt, in den Weltraum. Und hier, wie will ein Macholo in den Weltraum fliegen? Wie will das Geowurf ausführen? Also, das könnte der Lennificate oder so machen, mal als, als unlogische Dinge bei Pokémon. Das ist mein Ding, was mir auffällt, weil ich gucke die Videos. Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. Geowurf, okay, interessant, brauche ich aber nicht, weil, keine Ahnung, weil das eine scheiß Attacke ist, weil die einfach nur immer maximal 100 Schaden macht und das ist nicht so toll und ich bin zu blöd, in das Haus zu gehen, danke, endlich. So, Bill, wo bist du? Hey! Und hier sieht es voll unaufgeräumt aus, Bill, räum mal auf. Bill, wo ist der Bill? Pikachu. Mach keinen Blödsinn. Nein, drück da nicht drauf. Wehe, Pikachu. Ah, der hat sich da versteckt. Warum ist ein Nido... Ja. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment misslungen. Dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Natürlich muss ich dir helfen. Ich brauche das Bootsticket. Steig in den Teleporter und... ich steige in den Teleporter. Du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau, der PC da. Mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Hallo, du bist sowas von naiv. Warum vertraust du so einem kleinen Jungen, dass wir das machen? Komm, geh in den PC. Geh in den Dingens. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Schnell, geh da rein. Hey, kannst du bitte ein bisschen beeilen? Ja, mach ich. So, mal gucken, wie es aussieht. Ob das wirklich grafisch super gemacht ist. Oh ja, das ist so geil. Und jetzt wird Bill wieder zurückverwandelt. Pikachu guckt sich das ganze Spektakel an. Er flutscht hier durch die Röhre, es zischt, es britzelt, Pikachu ist begeistert. Papam! Ganz viel Qualm und... das funktioniert irgendwie nicht. Doch, es funktioniert. Oh, hallo Bill. Sehr schön. Puh, tausend Dank, du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehe ich in meinen Augen da? Du trägst in deinem Beutel ja eine Pokébox mit dir rum. Wenn du viele Pokémon gefangen hast... Und deine Pokéballs kannst du sie auf an Professor Eis schicken. Praktisch, was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich. Als Dankeschön für die Rettung eben. Du erhältst ein Bootticket von Bill. Okay, in Orianas Ticket liegt ein großes Kreuzfahrtschiff von vor Anker, die MS An. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Das sind mehrere Tickets zum Abreißen. Falls du noch einmal mit... Das sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß. Ach so, damit wir zusammen mit dem
Partner, wenn wir jetzt zu zweit spielen würden, den halt, ja, wie heißt es? Ja, mitnehmen können aufs Schiff. So. Vielleicht aber nur, ich weiß es nicht, könnte man, auch wenn es noch läuft, irgendwie ein Part mit jemand anders aufnehmen, wenn ich jemand hätte, der dann mit mir zusammen aufnehmen wollen würde. Muss ich mal abklären. Vielleicht habt ihr Bock darauf, vielleicht kriege ich das ja hin. Wir gehen noch zurück, wir heilen noch, damit ich das nicht vergesse. Leider kein Abra gefunden, traurigerweise. Schade. Aber das war's auch schon wieder im Großen und Ganzen von dieser Folge. Die können wir erst raus, wenn wir die Arena besiegt haben. Dann heißt nächste Folge Arena und ja, Rocket bekämpfen. Und dann schauen wir mal. Ja, der Weg zum Pokémon Center ist hier so ätzend lang. Ich habe keinen Plan, wie man sprintet. So, willkommen. Ich glaube, man kann gar nicht mehr sprinten, weil man jetzt auf Pokémon reiten kann und weil man Fahrrad fahren kann. Also, aber wenn ich mich vertue, falls ich falsch liege, verzeiht mir das und dann korrigiert mich doch bitte gerne in den Kommentaren, weil ich bin auch nicht allwissend. Vielen Dank für deine Geduld. Sehr schön. Bitte beehre uns bald wieder. Ja, mache ich doch gerne. So, das war's dann fürs Erste. Und wir schauen mal, dass wir das hinkriegen. Wo ist die Arena? Ich war gerade voll irritiert. Ich wollte eigentlich vor die Arena laufen, aber ist ja hier unten die Arena, oder? Ich wollte mich vor die Arena stellen für den nächsten Part. Genau. So, dann stellen wir uns vor die Arena. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, eine Einleitung. Gerne ein Like da lassen, kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch wieder morgen im nächsten Part einschalten. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.